Hiho, YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Echo Band Nummer 1 und Steve Rogers Captain America Band Nummer 4. Wir wollen mal anfangen mit Echo. Ich war ja so ein bisschen gehypt auf die Serie, nachdem ich beim Lars zu Besuch gewesen bin, den Band bei Ihnen in der Hand hatte und diese unglaublich schönen Zeichnungen gesehen hatte, musste ich diesen Band unbedingt haben und habe dann auch irgendwie direkt einen Tag später zu Hause selber bestellt, weil ich so einen Bock auf diese tollen Zeichnungen hatte. Ich werde euch jetzt hier nochmal so ein paar Panels einblenden, dass ihr euch selber mal ein Bild zu den Zeichnungen machen könnt. Die Zeichnungen wiederum sind von gut, ich muss nochmal nachgucken, wie der gute Herr heißt, Barabucci daher gezeichnet, gezaubert, sagen wir mal eher so, und sind schon fast so, haben so ein bisschen den Charme von so Wimmelbildern, weil man einfach unglaublich viel auf diesen Bildern entdecken kann und sich mit den einzelnen Seiten einfach unglaublich viel Zeit lassen kann und immer noch irgendwie kleine Details entdeckt, die der Zeichner dahin gezaubert hat. Der Zeichenstil ist irgendwo zwischen Realismus und Cartoon angesiedelt und ist genau das richtige Mittel gewesen, um diese Geschichte ordentlich zu präsentieren und so unglaublich charmant rüberzubringen, wie sie nun mal ist. Die ganze Geschichte ist gestrickt um die junge Ludmilla, die man auf dem Cover wiederum sieht, die wiederum in einem Flugzeug von einem Fabelwesen angesprochen wird, was so ein bisschen ein Eichhörnchen ähnelt. Und dieses Fabelwesen, was nur sie sehen und hören kann, erzählt ihnen im Flugzeug auf einmal davon, dass ihre Tante verstorben wäre und dass sie doch bitte das Erbe, wenn sie in New York landet, mit dem Flugzeug antreten sollte und drückt ihr eine Adresse in die Hand und ist auf dahin auch schon wieder verschwunden. Ludmilla ist von der Situation total verstört und in dem Moment, wo sie dann irgendwie drüber nachdenkt, was es mit diesem Fabelwesen, was da gerade erschienen ist, aus sich haben könnte, gerät das Flugzeug auch schon in Turbulenzen, ein Blitz schlägt ihnen ein, sie erschreckt sich total, packt sich den Arm von ihrem Sitznachbarn, den sie bis dato noch gar nicht kannte, und die beiden werden irgendwie aus diesem Flugzeug weggebiebt und in eine Spiegelwelt hineintransferiert, wo sie wiederum in einen anderen Fluggefährt landen. Weil dieses Fluggefährt, in dem sie dann dort landen, ist ein riesiger Flugsaurier, der sowas wie einen riesigen Lederrucksack auf dem Rücken geschnallt hat, in dem wiederum die ganzen Fluginsassen drin sitzen. Allerdings andere Fluginsassen als die mit denen sie bis zuvor gereist sind, weil die ganzen Fluginsassen, die sie jetzt mit am Start haben oder beziehungsweise Passagiere, sind auch alles komische Fabelwesen und die ganze Situation wirkt völlig bizarr. Auch das New York, auf das sie jetzt auf einmal zufliegen, ist nicht mehr das New York, was man eigentlich erwartet, weil man anstatt einer normalen Freiheitsstatue da zum Beispiel auch eine Fabelwesenstatue, die so ein bisschen einem Eichhörnchen ähnelt. Oh, jetzt habe ich den Satz ja fast verkackt, aber nur fast. Die ganze Sache ist so bizarr, dass die gute Ludmilla und den Sitznachbar, der bis dato noch ein Fremder gewesen ist, die ganze Zeit davon ausgehen, dass sie sich definitiv in einem Traum befinden müssen und so ein bisschen darüber in Streit geraten, in wessen Traum sie sich jetzt befinden, ob sie sich jetzt in Ludmillas Traum befinden oder in seinem Traum befinden. Als sie dann am Boden angekommen sind mit diesen Flugsauriern, scheinen sie sich dazu erstmal die Adresse aufzusuchen, die das kleine Fabelwesen ihr in die Hand gedrückt haben. Als sie an der Adresse angekommen sind und noch mehr von diesem Fabelwesen kennenlernen, zu die später auch noch einen größeren Platz in der Story finden, weswegen ich an der Stelle nicht wegspoilern möchte, was es mit denen genau auf sich hat, erfahren sie auf einmal, dass das Erbe, was sie halt antreten könnte bei ihrer Tante, eine Agentur ist, die die Tante bis zu ihrem Tod geleitet hat. Was ist mit dieser Agentur auf sich hat, möchte an der Stelle gar nicht wegspoilern, weil ich sonst zu viel vorwegnehmen würde. Nachdem sie halt ihr Erbe dann so angetreten hat, weil sie erfahren hat, dass das Ganze denen schuldenfrei ist und sie wieder zurück auf der Straße landet mit den bis dato noch unbekannten Begleiter, den sie mitgerissen hatten, diese Spiegelwelt, und die beiden auch noch erfahren hatten, dass sie aus dieser Welt auf gar keinen Fall wieder zurück in die normale Welt kommen, fangen die beiden halt an, sich zu streiten vor der Tür, und der Weg der beiden trennt sich. Und ab da fängt die Geschichte meinen Augen mal an, ganz schön interessanter zu werden, als sie von Anfang an eh schon gewesen ist, weil man dann zwei Seiten der Stadt kennenlernt. Einmal das Nachtleben mit der guten Ludmilla, was ist mit diesem Nachtleben und was man mit ihr so erlebt, möchte ich an der Stelle gar nicht weiter wegspoilern. Und zum anderen die dreckige Seite für Gestrandete in diesem Universum im Central Park, wo man gegen riesige Monster kämpfen muss mit den anderen Passagieren, denen sie halt mitgerissen hat. Sehr toller Band, der gerade durch diese wunderschönen Zeichnungen, die ihresgleichen suchen und auf diesen wunderschönen großen Hardcover zu wunderschön zur Geltung kommen. Ich glaube, so oft habe ich wunderschön hintereinander noch nie gesagt, dass der Band mich einfach umgehauen hat. Die Geschichte, kann man sagen, ist jetzt nicht die komplexeste und ich habe jetzt aber auch nicht so viel erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Deswegen wurde ich da nicht so enttäuscht. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Eine an sich seichte Geschichte, die dann allerdings noch mehr geboten hat zum Ende hin, als ich erwartet hätte, in dem Moment, wo man halt die zwei verschiedenen Welten kennengelernt hat, in dieser Echo-Welt. Ich würde der Geschichte als solche eine gute 8 von 10 geben und die Zeichnung definitiv eine 10 von 10, weswegen ich dem Band insgesamt eine 9 von 10 gebe und definitiv eine Leseempfehlung für jeden,
stehen, der Bock hat auf so verspielte Zeichnungen in einer tollen Traumparallelwelt, die auf jeden Fall hoffentlich noch in weiteren Bänden noch weiter ausgebaut wird, weil es einfach noch so viele Fragezeichen gibt, die man als Leser im Kopf übrig hat, nachdem man den Band gelesen hat, dass man definitiv mehr Stoff braucht. Soweit ich weiß, ist der zweite Band schon draußen oder kommt denn jetzt raus? Ich muss nochmal googeln, ansonsten ballerst in die Beschreibung rein. Und wenn ihr schneller sein solltet mit dem Googlen und schon wisst, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinballern. Und so viel sei zu dem Thema gesagt. 9 von 10 Punkte und definitiv eine Leseempfehlung von mir. Dann geht's weiter mit Steve Rogers Captain America Band Nummer 4. Habe ich ein bisschen spät vom Timing her gelesen, weil der ganze Band ist immer noch vor Secret Empire angesiedelt, wo ich mittlerweile schon die ersten drei Hefte gelesen habe, weswegen die Lesereihenfolge so ein bisschen falsch ist, was allerdings nicht ganz so schlimm ist, weil für mich jetzt ein paar Sachen klarer geworden sind, die vor mir vielleicht noch ein paar Fragezeichen hinterlassen hatten. Das wäre zum einen die ganze Sache mit Bucky, was es mit ihm auf sich hat, die hier drin komplett geklärt wird, die auch mit einem krassen Cliffhanger zum Schluss aufhört, weswegen ich gar nicht weit auf diese ganze Bucky-Thematik eingehen kann. Und zum anderen ist es halt die Psyche von dem guten Captain America, weil ich mich die ganze Zeit beim Lesen von Secret Empire halt gefragt habe, wie man es trotz all dem, wie er beeinflusst wurde, so rechtfertigen kann, dass er halt solche Entscheidungen trifft, wie man trifft. Und hier in dem Band zeigt der gute Nick Spencer definitiv, was für einen krassen Masterplan hinter der ganzen Sache gesteckt hat, weil man weiter auf die Vergangenheit von dem guten Steve Rogers eingeht, Momente mit seiner Mutter zeigt, mit der guten Elisa, die damals die Mutter und den guten Steve Rogers rekrutiert hat und einfach so krasse, wichtige, einschneidende Erlebnisse in sein Leben reingeschnitten hat, die gar nicht da gewesen sind. Des Weiteren sieht man, wie der gute Steve Rogers den Red Skull zum Fall bringt und seine ganzen Etrigen im Hintergrund am Spinnen war, was halt alles zu Secret Empire geführt hat. Unglaublich gut geschrieben, der Band. Und wäre die gute Maria Hill nicht drin, hätte der Band wahrscheinlich bei mir nur Bauchschmerzen ausgelöst, weil Captain America als Titelfigur in diesem Comic bleibt definitiv eine Hassfigur. Man findet zu keinem Zeitpunkt mit ihm irgendwie Sympathie. Allerdings sieht man auch, wie krass die Figur zerstört wird durch die Beeinflussung von der guten Kubrick und wie gut Nick Spencer das Ganze halt ausgearbeitet hat. Auf der anderen Seite sieht man halt Maria Hill, die versucht zu beweisen, dass der gute Steve Rogers direkt am Stecken hat, und das ist dann halt so der Lichtblick im Band, den man auch braucht, sodass man wenigstens einen Sympathieträger hier drin hat und nicht nur Figuren, für die man Ekel oder Hass während der Geschichte empfindet. Krasser Band, wirklich krasser Band, der echt so heftig geschrieben ist, wie ich es selten erlebt habe. Nick Spencer als Polit-Thriller-Schreiber sucht seinesgleichen. Hoffentlich wird er nochmal irgendwie krasse Kinofilme schreiben oder weitere Sachen, die so krass verstrickt sind, wie das hier ist. Soweit ich weiß, übernimmt er ja bei Spider-Man. Ich bin mal gespannt, was er bei Spider-Man anstreben wird, ob der jetzt eher so leichte Unterhaltung macht oder ob der da auch so krasse, verstrickte, komplizierte Geschichten macht, wie er es hier macht. Wobei es gar nicht so kompliziert ist zu folgen, man muss halt nur wirklich alles lesen. Also für Leute, die nur Secret Empire lesen, denen sei gesagt, ihr verpasst tierisch was bei diesem ganzen Event, wenn ihr nicht parallel Steve Rogers Captain America liest, weil diese Serie hier essentiell wichtig ist, um dieses ganze Secret Empire Ding zu verstehen, um zu verstehen, wie Captain America da handelt, was mit dem guten Winter Soldier ist und so weiter. Und einfach unglaublich toller Comic, 10 von 10 Punkten und sowas von eine Leseempfehlung, auch wenn es halt hier und da zu gewissen Wutpotenzial beim Lesen aufkommen kann, wenn man halt sieht, was für Idealen der gute Steve Rogers in diesem ganzen Comic erfolgt. Das war's meinerseits. Bitte ballert unbedingt eure Meinung zu den beiden Comics in die Kommentare rein, dann können wir ein bisschen drüber diskutieren. Und ansonsten sei gesagt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!